Hallo und herzlich willkommen zu einem TemTV Special. Heute gibt es die neuen Marktwerte aus der Premier League. Wir schauen wie immer auf die spannendsten Auf- und Abwertungen. Es gibt unter anderem neue Werte für Mo Salah, für Sadio Mané und Pierre-Emerick Aubameyang. Wir starten mit den Upgrades und einem Akteur von Leicester City, Wilfried Ndidi. Er verbucht ein Plus von 10 Millionen Euro auf nun 60 Millionen. Der 24-Jährige von Leicester City hat sich zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler in Europa entwickelt, hat bei den Foxes sehr konstant agiert. Immer wieder gibt es Gerüchte um einen Wechsel zu einem absoluten Top-Club. Sein Teamkollege bei den Foxes, Wesley Fofana, macht ebenfalls ein Plus von 10 Millionen Euro. Jetzt bei 40. Der Innenverteidiger hat eine sehr starke erste Premier League-Saison gespielt. Für sein Alter von gerade einmal 20 Jahren agiert er schon sehr abgeklärt und ist mit viel Talent ausgestattet. Die Ablösesumme von 35 Millionen Euro, die Leicester im vergangenen Sommer an Saint-Étienne überwies, ist also mehr als gerechtfertigt. Auch Rafinha hat eine starke erste Premier League-Saison gespielt. Entsprechend gibt es ein Plus auf nun 30 Millionen Euro. Auch bei ihm gibt es Gerüchte um einen Wechsel von Leeds United zu Topclubs. Ezri Konsa ist nun bei einem Marktwert von 25 Millionen Euro angelangt. Der 23-jährige Innenverteidiger hat sich bei Aston Villa stark entwickelt. In Zukunft dürfte der Engländer somit auch eine Option fürs Nationalteam sein. Yves Bissouma macht ein Plus von 8 Millionen, jetzt bei 25. Er spielte eine sehr gute Saison bei Brighton & Hove Albion. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat 36 von 38 möglichen Partien bestritten. Es gibt Gerüchte um einen Wechsel zu einem Top-Club innerhalb der Premier League. Ein Plus gibt es auch für Patrick Bamford, jetzt bei 22 Millionen Euro. Er hat 25 Scorerpunkte für Leeds United aufgelegt in seiner ersten starken Premier League-Saison. Es ist der Durchbruch auf Top-Niveau für den 27-jährigen Mittelstürmer. Kelechi Iheanacho macht ebenfalls ein Plus, jetzt bei 20 Millionen. Der 24-jährige Mittelstürmer spielt bei den Foxes immer öfter und konstanter. 12 Tore in 25 Einsätzen, das seine Bilanz. Und das Ganze sollte vermutlich so weitergehen, da Jamie Vardy ja auch nicht jünger wird. Zum Abschluss haben wir noch Emile Smith-Rowe. Er jetzt bei 18 Millionen Euro marktwert. Das 20-jährige Offensivtalent hat beim FC Arsenal endlich den Durchbruch geschafft. Das Eigengewächs der Gunners war auch ein Thema für die EM. Sein Marktwert könnte schnell noch weiter steigen, wenn er weiterhin viel Einsatzzeit beim FC Arsenal bekommt. Das also die wichtigsten Upgrades. Alle weiteren Werte findet ihr wie immer natürlich auf transfermarkt.de. Den Link zu unserer Website gibt es natürlich im Beschreibungstext. Das also die Spieler, die einen Plus machen konnten für andere und das auch zum Teil wirklich namhafte große Spieler, geht es nach unten in Sachen Marktwert. Wir schauen auf die Downgrades, beginnen mit einem Trio vom FC Liverpool und mit Mo Salah. Er geht um 10 Millionen Euro nach unten auf jetzt 100 Millionen, 22 Tore und 5 Assists in 37 Auftritten. Das sind natürlich gute Scorerwerte, muss man sagen, aber aufgrund der Corona-Pandemie ist es insgesamt unwahrscheinlicher geworden, dass für Spitzenverdiener um die 30, Salah ist inzwischen 28, in naher Zukunft noch Ablösesummen jenseits der 100-Millionen-Marke gezahlt werden. Ebenfalls ein Minus gibt es für Sadio Mané, jetzt bei 85 Millionen Euro. Für den 29-jährigen Senegalesen gilt Ähnliches wie für seinen Teamkollegen Salah. Hinzu kommt in seinem Fall noch die persönlich etwas schwächere Saison. Minus im gleichen Maße für Virgil van Dijk. Er ist jetzt bei 55 Millionen Euro marktwert. Bei ihm ebenfalls eine auch Corona-bedingte Abwertung. Zudem fiel er mit einem Kreuzbandriss ja seit Mitte Oktober verletzt aus. Man muss also erstmal sehen, wie er zur neuen Saison wieder in Tritt kommt. Leichtes Downgrade für James Maddison, minus 5 auf 55. Der 24-Jährige von Leicester City hat eine solide Saison absolviert, spielt aber weiterhin keine Rolle in der Nationalmannschaft. Ederson, der Torhüter von Meister Manchester City, verbucht ein Minus, ist jetzt bei 50 Millionen Euro Marktwert. Um 6 geht's nach unten. Torhüter allgemein, gerade in der Spitzengruppe, werden durch Corona ja alle etwas abgewertet.
Anthony Martial verzeichnet ebenfalls ein Minus, ist jetzt bei 45 Millionen Euro. Der 25-jährige Mittelstürmer von United muss seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommen und insgesamt konstanter werden. Ebenfalls um 5 Millionen Euro nach unten geht's für Thomas Partey, jetzt bei 40. Durch die schlechte Arsenal-Saison allgemein gibt's auch bei ihm ein Minus, er stach bei den Gunners nicht heraus. Raúl Jiménez ist jetzt bei einem Marktwert von 28 Millionen. Bei ihm eine altersbedingte Abwertung, 30 Jahre alt, inzwischen der Angreifer von den Wolverhampton Wanderers. Der Mexikaner hatte sich zudem eine schwere Kopfverletzung zugezogen und fiel den Großteil der Saison aus. Deutliche Einbuße für Pierre-Emerick Aubameyang, minus 10, jetzt bei 25 Millionen. Der Arsenal-Stürmer wird Mitte Juni 32 Jahre alt, also eine altersbedingte Abwertung und zudem sein hohes Gehalt, das dafür sorgt, dass er auf dem Markt weniger attraktiv zu sein scheint, deshalb das Downgrade. Ein leichtes Minus gibt es auch für Steven Bergwijn, minus 3, jetzt bei 22. Der 23-Jährige, der vor der Saison von der PSV Eindhoven zu den Spurs wechselte, hat nicht konstant genug gespielt bisher. Er muss sich unter dem neuen Trainer nun endlich durchsetzen. Weiter geht's mit Alex Tejes, minus 8, jetzt bei 20 Millionen Euro. Der 28-jährige Brasilianer, der im Sommer vom FC Porto zu Manchester United wechselte, hatte durch die starke Saison von Luke Shaw wenig Spielzeit auf der Linksverteidigerposition bei den Red Devils. Und zum Abschluss haben wir noch Sergio Aguero, minus 7 bei ihm auf 18 Millionen Euro beim 33-jährigen Argentinier, der im Sommer ja nach 10 Jahren Manchester City verlässt und sich ablösefrei dem FC Barcelona anschließt, ist die Abwertung altersbedingt. Das also die wichtigsten Marktwerte aus der Premier League im Zuge dieses Updates. Wie immer gibt es natürlich eine wertvollste Elf aus der englischen Eliteklasse und auf die blicken wir jetzt. Im Tor Alisson Becker vom FC Liverpool, Marktwert 60 Millionen Euro. Die Innenverteidigung bilden Ruben Dias, Man City und Virgil van Dijk, nach wie vor vertreten, Marktwert 55 Millionen Euro. Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold, ebenfalls Liverpool, genauso wie auf links Andrew Robertson. Mittelfeld dann Rodri vom Meister Man City, 70 Millionen, genauso wie Kevin De Bruyne bei 100 und Bruno Fernandes von Manchester United. Auf den Außen Raheem Sterling und Mo Salah, Harry Kane ganz vorne mit drin. Also eine richtige Top-Elf, natürlich eine millionenschwere Top-Elf. Das sehen wir auch bei der Gesamtsumme von 900 Millionen Euro Marktwert dieser starken Elf. Das war also das Marktwert-Update zur Premier League. Wie immer natürlich eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zu den neuen Werten? Schreibt es gerne mit rein in die Kommentare. Danke für euer Interesse. Natürlich gibt es wie immer noch zwei Links für euch. Oben klicken für die Playlist mit den Marktwert-Updates und unten für unser aktuellstes Video. Macht's gut, bis bald.